Hallo Welt, da sind wir wieder auf Kedera. Wir haben zwar den Direktor noch nicht gesprochen oder gefunden, aber wir haben etwas anderes gefunden. Ihre Schwester haben wir gefunden. Jatas Schwester. Du bist wieder da. Ich habe eine Leiche zwischen den Rohren gefunden. Es könnte Morga sein. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Oh, das tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Es ist besser, als nicht Bescheid zu wissen. Danke. Aus dem Kochtopf also. Immer noch mit dem Direktor sprechen. Können wir sonst nichts tun? Gerade hatten wir noch die Option, ob wir helfen können, irgendwie. Da hätten wir doch was Besseres rausholen können, oder? Versuchen wir doch mal. Du bist wieder da. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Kann ich helfen? Kommen Sie klar? Ich werde es überleben. Wie immer. Danke. Gleiches Ergebnis. Dann bleibt's jetzt so. Ist das für uns? Nichts. Es hört sich hier viel belebter an, als es dann in Wirklichkeit ist. Aber wir waren ja noch nicht in den Slums. Vielleicht kommen die Geräusche ja auch von da. Na? Haben Sie Remy gefunden? Nein, noch nicht. Ich bin total geliefert. Kann ich Ihnen helfen? Ich glaube irgendwie nein. Danke für Ihre Zeit. Zurück an die Arbeit. Sie können drängeln, so viel Sie wollen, guter Mann. Sloan bekommt Abgaben für jede Fracht, die Kedera durchläuft. Ach so, wir können hier nach oben gehen. Pathfinder? So. Ich habe mit allen geredet. Sind wir da schon durch? Ja, da steht Peavy. Entspann dich, Costa. Sie wissen nicht, dass ich ab in die Slums mit uns, ha? In Kedera ist ziemlich viel los. Jede Menge Leute, die kommen und gehen. Und viele Exilanten von der Nexus. Mehr als es geben sollte. Ach. Ich wünschte, wir könnten Ihnen helfen. Was wäre Ihre Alternative? Naja, ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Ich wünschte, wir könnten mehr für diese Leute tun. Die meisten haben einfach nur einen Fehler gemacht. Das Beste, was wir tun können, ist, da draußen ein neues Zuhause für sie zu schaffen. Und bis dahin nicht in einer dunklen Gasse abgestochen zu werden. Mhm. Dann fangen wir mal an damit. Mit dem Aufzug in die Slums fahren. Ach, wir brauchen noch keine Waffe da unten, oder doch? Nein. Da sind sie, die Slums.
Da das nun erledigt ist, könnten Sie vielleicht mit Reyes über die Morde in Kedera Port reden. Das sagt er mir jetzt. Okay, das Wasser ist nicht ätzend hier. Oder wir haben eine ganz besondere Uniform. Eine Stadt unter einer Stadt? In ihrem Zentrum liegt das Tartarus, ein Nachtclub. Reyes sagte, dort wäre er zu finden. Was? Ah, Scheiße! Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Doch ätzend, hä? Ah, okay. Tut immer noch weh. Oh, da hat jemand seinen Pizzakarton runtergeworfen. Ach, bei den Sternen! Okay. Ah, okay. Tut immer noch weh. Was ist denn hier los? Überall, warum macht denn niemand das verstrahlte Zeug da weg? Habe ich da einen Pijack gehört? Sehen Sie denn nicht, dass Ihnen dieses Zeug umbringt? Was ist das für ein Ort? Ein Geschäftsbetrieb. Vollkommen legal. Das heißt ja nicht viel. Er sieht nicht legal aus. Na, das heißt ja nicht viel. Auf Kedera ist alles legal. Ja, und genau so mögen wir es auch. Wenn Sie ein Problem damit haben, beschweren Sie sich bei Sloan. Mhm. Also, wir gucken uns erst unten um. So geht das. Moment. Aber warum braucht ihr Wachen? Naja, die haben vielleicht irgendwelche Drogen konsumiert oder so. Konsumierte Drogen. Ja, Konsumenten sozusagen. Ich nehme meinen Bruder mit nach Hause. Das könnte schwierig werden. So high wie er ist, könnte er genauso gut auf einem anderen Planeten sein. Na also... Ja, das Erste haben wir geschafft, uns unten umzugucken hier. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Geht schon, geht schon. Ist denn hier noch mehr zu finden? Warum können wir da oben rauf? Ah, da ist irgendetwas versteckt da oben. Oh so, Iridium. Na gut, Iridium. Ah, sowas kann das Wasser hier. Das ist aber doch kein Wasser. Der Anzug wird beschädigt dadurch. Beschädigter Anzug. Also bis jetzt kann ich nicht meckern. Ich glaube, das wird der beste Planet, den wir bis jetzt gefunden haben. Für eine Kolonie, meine ich. Zum Kolonisieren.
Naja, giftiges Wasser ist nicht so toll. Kann man da denn auch landen mit einem Raumschiff? Wir gucken uns erstmal hier in den Slums um. Eins nach dem anderen. Ich kann es kaum erwarten, mich da weiter umzugucken. Und wir gucken uns erst in den Slums um. Das heißt, wir gucken uns erst unten um. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Und gehen dann mal hier rein. Tatsächlich. Musik, Tanz, Alkohol? Perfekt. Woll. Die tanzen hier richtig. In Käfigen. Nicht füttern und nicht so nah rangehen. Wir haben eine Menge Ziele hier. Und das bedeutet, wir gehen wieder links rum, ja? Bevor wir hier reinstürmen und alles durcheinander bringen. Ich bin am Verhungern. Hier können wir endlich tanzen. Ich höre keine Musik. Egal, wir brauchen keine Musik. Wir können auch so tanzen. Hey, das war zu kurz. Echt jetzt? Ich glaube, wir tanzen immer gleich, oder? Ja, sicher. Das muss auch gut aussehen. Wir können ja nicht so rumzappeln. Genug getanzt? Puh, ja, das war zu anstrengend. Wir tanzen vielleicht später nochmal. Ich dachte, wir können auch so tanzen wie die anderen da. Da müssen wir ein bisschen was getrunken haben, dann geht das auch bestimmt. Wir bräuchten hier eine Taschenlampe oder so etwas. Ach, guck an. Kian, hier ist er also. Dagger. Welches Gift darf es sein? Ah, das ist nur ein Witz, oder? Ah, was auch immer trinkbar ist. Also, das ist nur ein Witz, oder? Sie meinen damit Alkohol, richtig? Ich würde das normalerweise nicht fragen, aber... Auf Kadara ist das eine berechtigte Frage. Toxisches Wasser, mörderische Gesetzlose. Aber ich kann Sie beruhigen. In diesem Fall war es nur eine Redewendung. Aha. Die erste Runde geht auf mich. Sie sind deutlich anständiger als meine übliche Klientel. Ihr Leben nach der Nexus. Probleme mit Gesetzlosen? Einrichtung der Bar. Das war alles. Einrichtung der Bar. Das Design Ihrer Bar ist ziemlich ausgefallen. Und irgendwas sagt mir, dass diese Käfige nicht nur der Dekoration dienen. Sie dienen ebenso Ihrem Schutz wie unserem. Glauben Sie mir, meine Angestellten können auf sich aufpassen. Ich schätze, Sie hatten hier schon einigen Ärger. Gesetzlose und Piraten sind nicht gerade für ihre guten Manieren bekannt. Manche Gäste fangen an zu randalieren und verlieren daraufhin ein paar Finger. Die Gitter halten zwar keine Kugeln ab, sind aber eine eindringliche Warnung, dass man seine Hände lieber bei sich behalten sollte. Also gibt's Probleme mit den Gesetzlosen? Machen Ihnen die Verbanden oder das Kollektiv irgendwelche Probleme? Nicht wirklich. Sie ziehen es vor, sich an eher abgelegenen Orten ohne Publikum zu erschießen. Aber früher oder später wird sich das ändern. Wir sitzen hier auf einem Pulverfass und der kleinste Funke kann es entzünden. Und was machen Sie dann? Alles verrammeln und abwarten, bis sich der Rauch verzogen hat. Also Ihr Leben nach der Nexus. Wie war es so, nachdem Sie die Nexus verlassen haben? Oh, es war toll. Eine große, stinkende Meutererparty. Ihr Sarkasmus hat diese Zeit offenbar überlebt. Was soll ich sagen? Es war zum Kotzen. Wir hatten kaum Vorräte und konnten nirgendwo hin. Im Vergleich dazu ist Kadara das reinste Paradies. Trotz des beschissenen Wassers. Na, dann war's das erstmal. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Die Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. Oh, hört sich an, als wäre das voll die anstrengende Arbeit. Nein, willkommen zurück. Nicht erleicht. Wollen Sie was trinken? Ich, ja. Klar,
Ich nehme dasselbe wie beim letzten Mal. Ein Kedara Sunrise. Kommt sofort. So, tanzen. Nein, wir tanzen wohl nicht anders. Wir tanzen einfach nur cool. Ja, wenn man das so sieht, die können auch ein paar andere Moves. Hey, Sie da. Ich habe ein Angebot für Sie. Wer, ich? Datenpad hier. Moment. Bericht Mineralienanalyse. Dirk. Basierend auf den letzten Daten würde ich vorschlagen, in Barrett zu investieren. Der Markt wird bald mit Schwefel überschwemmt und wenn die mit dem Abbau beginnen, ist Barrett das perfekte Beschwerungsmittel. Wenn Sie Proben nehmen wollen, in Draulier gibt es eine Ablagerung. Moment, ich muss erst scannen. Ach, guck mal an. Warum ist das nicht zu? Oh, keine Ahnung. Ihr wollt mir helfen, aha. Wollen Sie auf die Schnelle ein paar Credits verdienen? Ja, klar. Immer. Ich mag Ihre Einstellung. Wie Sie vielleicht wissen, sind die wertvollsten Handelswaren auf Kedara Altmetall und von der Nexus gestohlene Ressourcen. Aber dieser Brunnen trocknet langsam aus. Ich werde nicht für Sie stehlen. Das will ich auch gar nicht. Ich konzentriere mich auf Andromedas eigene Ressourcen. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es in Draulier ein großes Baryt-Vorkommen gibt. Baryt wird bald eine große Nummer sein. Was Sie nicht sagen. Ich habe einen Landvermesser losgeschickt, um das zu überprüfen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Von Ihnen brauche ich nun lediglich Gewissheit. Also gut, ich überprüfe das. Senden Sie mir seinen letzten Navpunkt, dann überprüfe ich das. Besten Dank. Haben Sie meinen Landvermesser gefunden? Noch nicht. Was war? Oh, PB? Nein. Vielleicht. Aber wir haben doch eine Aufgabe hier. Aber hier ist doch nichts. Ja, ja, die rennen hier schon über die Tische und so. Da kommen wir nicht rein. Na gut. Dann denke ich mal, war das hier die untere Etage und die Maus muss ja am Ende noch zucken. Ja, am Ende der Folge, in der nächsten Folge, gucken wir uns die obere Etage an, natürlich. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Mit diesem coolen Tanz hier. Moment. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.